Willkommen zum vierten Kapitel. Was auf der Folie abgebildet ist, ist kein schmückender Vorhang oder eine auffällige Halskette. Es ist vielmehr ein Quipu. Solche Quipus dienten im Inka-Reich ganz schnöden wirtschaftlichen Zwecken. Wo man Buch geführt hat über Menschen, Nahrung oder Waffen, wurden Zahlen mit Hilfe von Knoten in solchen Schnüren dauerhaft konserviert. Nur die Quipu-Kamak-Yoks, die Hüter der Quipus, wussten, wie ein solches Gebilde anzufertigen und zu lesen war. Wer waren nun die Inka und was zeichnet ihre mathematische Kultur aus? Die Inka sind eine indigene, urbane Kultur in Südamerika und manchmal werden auch nur deren Herrscher als Inka bezeichnet. Im Bild rechts sehen Sie die sehr berühmte Inka-Festung Machu Picchu. Die Inka herrschten vom 13. bis zum 16. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung über ein weit umspannendes Reich von etwa 200 ethnischen Gruppen. Im 16. Jahrhundert eroberte dann der Spanier Francisco Pizarro das von den Inka beherrschte Gebiet und erbeutete riesige Summen an Gold und Silber. Im Jahr 1572 wurde schließlich der letzte Inka-Herrscher enthauptet. Zur Kultur der Inka hält Louis Manguin fest, ich zitiere, das Reich der Inka kannte keine Schrift in Form grafischer Zeichen, dennoch war dieser Staat gut organisiert. Alles wurde minutiös und methodisch verzeichnet, wobei die Quipus das einzige Hilfsmittel zur Übermittlung von Informationen waren. Läufer brachten diese Post über ein Netz von Straßen und Stationen zum Bestimmungsort. Dem Staat dienten Quipus zu statistischen Zwecken. Erfassung der Untertanen, Stand der Vorräte, Produktion der Minen und so fort. Daneben wurden in Knotenschnüren offenbar auch wichtige Geschichtsdaten, Balladen, Gesetze und Friedensverträge aufgezeichnet. Aber das letzte Wort zum nichtnumerischen Inhalt ist noch längst nicht gesprochen. Wir wollen uns im Folgenden auf die numerischen Inhalte konzentrieren. Was sind die Bauprinzipien dieser Schnüre? Entziffert wurden die Schnüre Anfang des 20. Jahrhunderts vom Amerikaner I. Leland Locke. Die Schnüre bestehen aus Hauptschnüren, hier nach oben weggezeichnet, und Nebenschnüren, hier nach unten weggezeichnet. Die Schnüre folgen einem Dezimalsystem. Die Stellenwerte sind von außen nach innen zu lesen, also die kleinen Zahlen sind außen. Im Bild sind die Einer violett gefärbt worden, die Zehner grün, die Hunderter mit rosa markiert. Im Original sind die natürlich alle gleichfarbig. Eine Besonderheit gibt es bei den Einern. Diese werden üblicherweise als Mehrfachknoten gebildet. Links ist so mit A gezeigt, wie man so einen Knoten herstellt. Die Zahlen 2 bis 9 bestehen dann aus entsprechenden Mehrfachknoten. Im Bild rechts ist etwa B 2, C ist 5. Und D ist 8. In allen höheren Stellenwerten bilden die Zahlen dann Einzelknoten. Der echte Einser, also der im ersten Stellenwert, ist ein Sonderfall. Er wird also ein Achterknoten geknüpft, wie Sie das in E und F sehen, damit man unterscheiden kann, ob der erste Knoten denn jetzt ein Einser oder ein Zehner ist. Fehlen mehrfach bzw. der Achterknoten, so ist der erste Knoten an einer Schnur ein Zehner. Das ist aber immer noch nicht perfekt, da man zum Beispiel 60 oder 600 dann immer noch nicht anhand einer einzelnen Schnur unterscheiden kann. Die hier gezeigten Schnüre stellen Additionen dar. Die Summe der Nebenschnüre, 85 plus 319 plus 169 plus 39, ergibt das Ergebnis an der Hauptschnur 612. Die Entzifferung der Quipu hat einige Mathematikhistorikerinnen und Historiker eher kalt gelassen. Es handelt sich offenbar nur um ein Zahldarstellungssystem, die Quipu sind aber keine Rechenhilfsmittel, wie es etwa ein Abakus wäre. George Joseph weist darauf hin, dass man in Felipe Guaman Poma de Ayalas Werk Die neue Chronik und gute Regierung von 1615-1616 auch die auf der Folie abgebildete Darstellung findet. Hier ist einerseits ein Quipu zu sehen und andererseits deutet man das, was links unten ist, als so eine Art von Felder-Abakus.
interpretiert man die jeweiligen Zeilen als Zehnerpotenzen und die in den Spalten liegenden schwarzen Steine als zu addierende Zahlen, so wäre dort etwa die Rechnung 21.512 plus 11.013 plus 20.110 plus 1001 ist gleich 53.636 dargestellt. Auf 53.636 kommt man auch durch zeilenweises Abzählen der schwarzen Steine. Für echtes Abakusrechnen fehlt jetzt eigentlich nur noch so eine typische Regel: Wenn in einer Zeile mehr als 10 Steine liegen, nimm die 10 wieder weg und leg einen Stein in die Zeile darüber, um auch für Additionen mit Zehnerübergängen das Ergebnis dann direkt ablesen zu können. Es ist jedenfalls nicht ohne, mit welchen großen Zahlen hier ohne eine Schrift im engeren Sinne umgegangen werden konnte und dann ja offenbar auch musste. Wir kommen zu den Maya, einem Volk bzw. einer Gruppe von Völkern, die in Mittelamerika beheimatet war. Rechts im Bild ist der erste Stufentempel der Stadt Tikal in Guatemala abgebildet. Tikal ist eine der bedeutendsten und am besten erforschten Städte der klassischen Maya-Periode, die so vom 3. bis 9. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung angesetzt wird. Die Maya sind vielen aufgrund ihrer aufwendigen und zum Teil äußerst präzisen Kalenderwerke bekannt. Die uns bekannten Zahlzeichen der Maya ordnen sich tatsächlich sogar weitgehend den Zwecken solcher Kalender unter. Die Eroberung Mittelamerikas durch die Spanier hat insgesamt leider nur 3 Manuskripte aus der Maya-Zeit überleben lassen. Daneben gibt es noch so ein paar Inschriften an Stelen oder in Tempelruinen. Die Geschichte der enthaltenen Inschriften ist tragisch. Ausgerechnet der Bischof Diego de Landa hat die gefunden und überliefert, und gegen Landa wurde 1566 wegen schwerer Übergriffe gegen die einheimische Bevölkerung der Prozess gemacht. In einer Verteidigungsschrift, die die Gottlosigkeit der Maya belegen sollte, hielt er fest, was er über deren Geschichte, Gebräuche, das Alltagsleben und die Architektur, die Mythologie, die Religion, den Kalender sowie insbesondere die Schrift herausbekommen hatte. Landa vermutete, dass die Maya-Schrift aus Glyphen besteht, einfachen oder zusammengesetzten Zeichen, die jeweils ein Quadrat ausfüllen. Er konnte eine Liste mit Zeichen erstellen, welchen einzelnen Tage, Monate oder andere Perioden benennen, scheiterte jedoch insgesamt an der Entzifferung der Schrift. Erst 1861 entdeckte ein französischer Missionar in der Bibliothek der Königlichen Spanischen Akademie in Madrid eine Abschrift dieses Textes von Landa, und erst in den vergangenen Jahrzehnten ist es gelungen, die Zahlschrift der Maya vollständig zu entschlüsseln. Im Bild sehen Sie zwei Seiten aus dem sogenannten Codex Madrid. Sie stellen einen Auszug aus einem bienenkundlichen Almanach dar. Die Bienen sind hier rot dargestellt und mit Punkten und Balken sind Datumsangaben hereinnotiert worden. Die hier abgebildete Zahlschrift dürfte wenigstens seit dem 5. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung verwendet worden sein. Sie stellt damit eines der ältesten Zahlzeichensysteme dar, das ein explizites Zeichen für die Null enthält. Bis zur Zahl 19 werden die Zahlzeichen aus Punkten und Strichen aufgebaut, wobei sie, sobald sie 4 Punkte haben, ersetzen sie die durch einen Strich. Danach handelt es sich um ein Positionssystem. Die jeweils unteren Zeichen bilden die Einser, gefolgt dann im nächsten Stellenwert von den Zwanzigern. Da sehen Sie unten die 20, ein Zeichen über der 0, ist also 1,20er plus 0,1er, 21, 1,20er, 1,1er. Wenn Sie jetzt scharf hinsehen, kann bei der 728 der höchste Stellenwert allerdings nicht die 20 mal 20 gleich 400 sein, sondern muss eine andere Zahl darstellen, da wir sonst ja schon bei 808 landen würden. Zeit, Sie wieder etwas zu fordern, eine neue Interaktion. Mit der 728 und der 1092 sollten Sie eigentlich herausfinden können, welchen Wert dieser dritte Stellenwert, also einer, 20er und was kommt jetzt, hat. Und das können Sie dann benutzen, um die
Zahl zu bestimmen, die sich hinter diesen roten Zeichen verbirgt. Also bitte, welche Zahl ist hier rot dargestellt? Der zweite Stellenwert stellt hier nicht 400 dar, sondern 360. Die sich ergebende Zahl ist also 3 mal 360 plus 0 mal 20 plus 16 ist 1440 plus 16 ist 1456. Die Vermutung liegt nahe, dass die 360 etwas mit einem Kalender zu tun haben könnte. Tatsächlich besteht der weltliche Maya-Kalender aus 18 Monaten mit je 20 Tagen. Der letzte Monat, Wajeb, hat dann nur mehr 5 Tage. Eine Besonderheit sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Das, was bei uns der 1. Jänner ist, würde seine Entsprechung im 0. Pop finden. Und der 1. Februar wäre dann der 0. Wo. Die Maya hatten also nicht nur eine kardinale Null, sondern sogar eine 0. Position, also eine ordinale Null, was äußerst ungewöhnlich ist. Popkulturell bekannter ist der spirituelle Maya-Kalender, der Tzolk'in. In diesem Kalender werden parallel 2 Zyklen verwendet. Es gibt 20 Tagesnamen und es gibt zusätzlich 13 Zahlenangaben. Das spirituelle Jahr beginnt dann mit 1 Imix. Die Zählung schreitet in Zahlen und Namen über 2 Ik, 3 Akbal und so weiter bis 13 Ben voran. Ab jetzt wiederholen sich die Zahlen, bei den Namen geht es aber noch ein bisschen weiter, so dass der 14. Tag Ix heißt, der 15. Tag 2 Men und so weiter. Man kann sich nun mit etwas Modulo-Rechnung oder Teilbarkeitsüberlegungen erschließen, dass man in diesem Jahr auf 13 mal 20 verschiedene Tagesbezeichnungen kommt. Erst nach 260 Tagen wiederholen sich die Kombinationen von Tagesnamen und Zahl, weil 20 und 13 teilerfremde Zahlen sind. Warum diese asynchrone Zählung verwendet wurde, kann man nur vermuten. Jedenfalls hat man damit 2 verschiedene Zeitspannen kodiert. Vielleicht hatten beide ihre eigene Bedeutung. Kuti weist darauf hin, dass die Berechnung von Zeitspannen in beiden Kalendarien einiges Geschick erfordern kann. Im Codex Dresden, dem 2. dieser 3 enthaltenen Manuskripte, finden sich für beide Kalendarien, den weltlichen und den spirituellen, bestimmte Multiplikationstabellen, mit denen Berechnungen für diese Kalender stark vereinfacht werden konnten. Aber wir wollen es hier einmal mit dem Maya bewenden lassen. Nach der Pause können Sie im 5. Kapitel noch etwas zu ethnomathematischen Praktiken erfahren, die wir mit der heutigen Geometrie, aber nicht nur mit dieser, in Verbindung bringen können.